Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Fire Emblem Fates Offenbarung. Wir befinden uns hier in unserer eigenen kleinen Basis. Ich habe zum Beispiel mal alles abgegrast, damit wir hier nicht wieder alles einsammeln müssen. Und ich habe tatsächlich was vergessen. Hier gibt es noch einen Wegebonus. Je nachdem, wie viele Wege man in Fates gekauft hat, umso mehr Sachen kriegt man hier. Und da wir alle Wege haben, weil wir ja die Special Edition spielen, haben wir sie alle. Wir haben zwei Dunkelschriften. Ah ja, schauen wir uns das mal kurz an. Wir haben zwei Dunkelschriften. Damit können wir halt eine Einheit zum Dunkelkrieger machen. Ich meine, das dürften... Also ursprünglich war es halt so, dass das halt geschlechterspezifisch war, dass die Dunkelschwingen immer weiblich waren und demnach die Dunkelkrieger halt für männliche Klassen waren oder für männliche Einheiten war. Da Fates das damit aber nicht so genau nimmt, können wir das zu beiden machen. Dann haben wir nochmal Drachenkräuter gekriegt. Drachenkräuter erhöhen alle Werte dauerhaft um 1. Ziemlich cool. Stiefel, die Bewegung um 1 erhöhen. Also nein, ziemlich cool. Blöd halt nur, dass halt so niemand wirklich die Magie hat, um das durchzusetzen. Also halt, ne? Dunkelkrieger und Dunkelfalke sind nämlich halt so zwei Klassen, die halt Hybridklassen sind. Also halt sowohl magisch als auch physisch angreifen. Und naja, es fehlt uns hier so ein bisschen. So ein bisschen Magie wäre halt ganz nice. Allerdings, wie gesagt, wir haben halt das Problem, dass wir damit halt gerade nicht so viel anfangen können. Oh, wir haben ein neues Gebäude. Wir haben eine Statue von Asura. Ich glaube, bei der Statue war es halt so, dass man die bekommt, wenn man halt genug Kills hat. Die kann man halt auch so aufstellen. Da bin ich da hin. So, die kann man ja kostenlos aufstellen. Und dann stellen wir noch die Lotterie auf. Lass mal da hinstellen. So, dann können wir nämlich einmal, bevor wir in ein neues Kapitel reingehen, können wir nämlich Lotto spielen. Beziehungsweise hier sogar zweimal, weil wir jetzt beide Lotterien nutzen können. Oh, immerhin den Trostpreis. Ach, wir können es so zwischen den beiden aussuchen. Na dann. Weil man dann wird es ein Rubin. Jedenfalls die Lotterie ermöglicht es uns halt kostenlos, bevor wir halt ins nächste Kapitel gehen, nochmal ein Item abzusahen. Sei es jetzt, dass es halt ein Edelstein ist, was zu mampfen für die Küche, Waffen oder so. Das ist halt alles drin. Beziehungsweise alles möglich. Hier noch irgendwas? Haben wir nicht noch Goldbahn irgendwo? Habe ich die schon verkauft? Dann bin ich gut. Oh, hier gibt es Partnersiegel. Also. Fangen wir mit der Erklärung an. Meistersiegel. Wofür sind Meistersiegel gut? Da wir halt ein paar mehr haben. Und nicht mehr. Erkläre ich dir mal kurz. Das Meistersiegel ist halt dafür da, um eine Standardklasse aufsteigen zu lassen. Sowas wie einen Söldner. Oder zum Beispiel einen ganz normalen Magier, einen Ninja. So die Grundklassen, gegen die wir hier momentan halt noch kämpfen. Gunther zum Beispiel ist eine aufgestiegene Klasse des Kavaliers. Der hat quasi schon ein Meistersiegel benutzt. Ein Herzsiegel ist dafür da, um quasi den Klassenbaum zu wechseln. Jede Einheit hat, ich glaube, zwei, drei verschiedene Optionen. Neben der Standardklasse, die sie haben, die sie dann mit einem Herzsiegel halt, ich sag mal, nicht beliebig wechseln können. Also halt eigentlich schon, wenn sie das Item einsetzen, können sie halt zwischen ihren Einheiten, ihren Klassenbäumen hin und her switchen. Was halt der große Unterschied zu Awakening ist, das Level resettet sich hier nicht. In Awakening war es ja so, wenn man das dieses Zweitsiegel benutzt hat, dass man halt den Klassenbaum gewechselt hat, dass das Level dann wieder auf 1 resettet wurde. Auf die Art und Weise konnte man halt ewig leveln. Hier geht das nicht, das Level wird halt übernommen. Nehme ich gleich mal mit. So, dann haben wir das Partnerlevel. Oder das Partnersiegel. Das Partnersiegel wird halt erst interessanter, wenn wir halt einen S-Support haben. Da ist es dann nämlich so, dass der, also jetzt mal
ganz überspitzt gesagt, wenn wir als Lord jetzt Jacob heiraten würden, jetzt mal so als Beispiel, könnten wir halt mit dem Partnersiegel in die Dienerklasse wechseln. Oder vielmehr in die Maidklasse, ist ja die weibliche Variante. Das ist halt ganz interessant, wenn man halt damit den Klassen halt verschiedene Skills zusammenhängt. Zum Beispiel der Falkenritter hat ja hier seinen Sturzflugkeep, mit dem er +5 Angriffsgeschwindigkeit kriegt, wenn er einen Angriff initiiert. Das heißt, auf die Art und Weise kann man halt nochmal Skills bekommen, auf die man halt normalerweise keinen Zugriff hätte. Und dann haben wir halt noch das Freundessiegel. Das Freundessiegel macht eigentlich so dasselbe wie beim Partnersiegel, nur dass man halt, wenn man eine Einheit oder zwei Einheiten unterstützen, die halt gleichgeschlechtlich sind und keine gleichgeschlechtliche Liebesbeziehung eingehen können. Da gibt es nämlich für den Avatar jeweils halt für beide Seiten jemanden. Wenn die dann diesen A-Plus-Support haben, können die das Freundessiegel nehmen und halt damit dann auch in die Klasse zusammenhoppen. Also zum Beispiel, wenn unser Avatar jetzt mit Azura supporten würde und wir den A-Plus-Support hätten, würden wir halt den Falkenritter kriegen, beziehungsweise den Luftritter, weil die Tänzerklasse von Azura ja sehr speziell ist. Also die ist halt nur für sie. Die kann man nicht weitergeben. Genauso ist es dann halt aber... Wobei, ich glaube, wir würden dann tatsächlich eine Ersatzklasse kriegen, weil wir halt auch schon den Luftritter als Klasse haben. Das weiß ich gar nicht so genau. Auf jeden Fall können wir damit halt nochmal unsere Klassenrange ein bisschen erweitern. Ziemlich cool. Man braucht Level 10 für die, ne? Ne, braucht man gar nicht. So, Mosu kann halt nur zum Schützen werden. Ist halt ein bisschen blöd, dass sie halt ihr Lanzenlevel verliert. Das haben wir jetzt so mühevoll hochgepusht. Ich glaube, ich lasse sie aber halt noch ein bisschen weiter in der Klasse, damit sie halt den Klassenskill lernt. Wir können Azura aber wechseln lassen. Ja, das ist halt der Dunkelfalke. Da gibt es dann Magie und Lanzen. Und halt diese ganzen Support-Boni sind halt auch deswegen so hoch, weil es halt auch eine Spezialklasse ist, die halt nicht bis Level 20 levelt und dann aufsteigt, oder halt schon eine aufgestiegene Klasse auf Level 20 ist. Ist beim Lord und beim bei der Skaldin ja auch so. Das sind halt Spezialklassen, die können von Level 1 bis 40 leveln. Und deswegen sind die Aufstiegsboni halt auch ein bisschen höher. Ich glaube, dafür war Azura halt echt eine schlechte Wahl. So, gucken wir uns das mal kurz an. Und hier ist es halt dasselbe. Oh, ich habe mich geirrt, der Dunkelkrieger ist rein physisch ausgelegt. Aber gut, der kann halt dafür fast das Waffendreieck meistern. Bei dem ist es halt auch so, ist eine Spezialklasse. Oh, das heißt, die kann von Level 1 bis 40 Level, deswegen halt auch höhere Support-Boni. Na, wir lassen Azura erstmal noch. Oder wir können die ja später einfach kaufen. Das würde ihr, glaube ich, zumindest... Naja, offensiv würde ihr das nicht wirklich helfen. Sie kriegt halt nur Geschwindigkeit und Resistenz dazu. Wir können ihr das Hexenmal geben, wir haben ja noch eins. Naja, bei ihrer Stärke ist das erstmal Magie plus C drauf. Bei ihrer Stärke ist das eine ziemliche Verschwendung. Oh, ich wollte das nicht geben. Das wäre eine Überlegung wert. Damit könnte sie zumindest ihren Dingsrang, ihren Lanzenrang weiterverwenden. Muss ich mir nochmal überlegen. Wir müssen halt als nächstes... was das heißt, wir müssen nicht, aber wenn wir halt den Stabladen kaufen, können wir halt nochmal ein Siegel kaufen. Oh.
Ja. Und speichern. Oh, ich wollte den nächsten Kampf. Ja. Kapitel 8. Das Mahl des Verräters. Hört gut zu. Dort vorne befindet sich die Feste Jinja. Sie wird bestimmt streng von hoshidischen Soldaten bewacht. Understood. Lasst uns versuchen, mit ihnen zu reden. Milady, sagtet ihr nicht, ihr wurdet als Verräterin gebrandmarkt? Soldaten erhielten sicher Befehl, euch anzugreifen, wenn sie euch sehen. Listen. Vergiss außerdem nicht den Fluch. Du darfst keinem sagen, was du erfuhrst. Ja. Yeah. Ich weiß. Trotzdem müssen wir versuchen, mit ihnen zu reden. Niemand will, dass dieser Krieg für immer anhält. Irgendjemand wird mich bestimmt anhören. Das wird schon schief gehen. Wenn ich mein Herz sprechen lasse, bin ich sicher, dass jeder in Hoshido mich versteht. Well. Das ist also die Feste Jinja. Haben die hoshidischen Truppen sie etwa aufgegeben? Es ist so ruhig hier. Yukimura. Ihr habt vielleicht Nerven hier aufzutauchen, Milady-Verräterin. Ach. Und dasselbe geht für euch, Milady Asura. Ihr wurdet wie eine hoshidische Prinzessin aufgezogen und doch, ihr hattet kein Problem, uns den Rücken zu kennen, als es euch gelegen kam. Vermutlich seid ihr dieses Königreich nie als euer Zuhause ein. Sie ist entführt worden als Kind. Sie war ihr Leben lang eine Geisel. Natürlich geht sie weg, wenn sie die Chance hat. No. Ihr liegt falsch, Yukimura. Wir haben Hoshido gar nicht verraten. Ich bin nicht der Feind und Noah auch nicht. Bitte, wenn ihr uns nur vertrauen würdet. Silence. Schweigt. Ihr braucht gar nicht zu versuchen, euren Verrat zu rechtfertigen. Bitte, Yukimura. Wir haben nicht erwartet, dass es einfach sein würde. Es ist sehr bedauerlich, aber wir sollten uns kampfbereit machen. Yukimura, lasst mich doch ausreden. No. Ich habe keine Zeit, eure vergifteten Worten zu lauschen. Ihr habt eure Freunde und eure Familie im Stich gelassen. Es würde mich nicht wundern, hättet ihr nur geholfen, mein Lord Takumi zu ergreifen. Und zu allem Überfluss ist auch noch mein Lord Ryoma verschwunden. Das kann nicht sein. Meine Brüder sind... Eure Brüder? Ihr wagt es, euch als Teil der Königsfamilie zu sehen? Euretwegen sind die besten und tapfersten Krieger Hoshidos verschollen. Es tut mir leid. Ich wollte nie... Such talk is pointless. Ich will eure Entschuldigung nicht hören. Ihr sollt für eure Verbrechen büßen. Wachen, nehmt die Verräter fest. No. Warum wollt ihr mich nicht anhören? Unser wahrer Feind ist ein anderer. Gut. Gunther, mach mal Platz. Mach mal Platz für die jungen Charaktere hier. Also, unser Ziel ist es, unter anderem Yukimura hier aufzuhalten. Im Stall durch jeder Job. Wir haben hier Saizo, den Getreuen von Ryoma mit dabei. Und daneben ist Orochi, die Getreue von Lady Mikoto. Und dabei, wie gesagt, natürlich Yukimura, der Getreue von, auch der Getreue von Yukimura, von Mikoto war. Ist ja so, dass die Königsmitglieder immer zwei Getreue haben. Und naja, wir haben hier zwei Schatztruhen, das ist ziemlich cool. Gibt's hier Schlüssel? Sonst wird das ziemlich blöd. Da gibt's einen Schlüssel. Und da gibt's einen Schlüssel. Gut, dann wird das kein großes Rumgerenne. Uah, das ist mir ein bisschen zu nah. Man sieht ja kaum was. So ist viel besser. So, wir müssen uns ein bisschen nach da oben durcharbeiten, aber wir müssen halt auch aufpassen, dass die uns nicht so allzu sehr in den Rücken fallen. Kümmern wir uns erstmal um den, da sind wir im Vorteil gegen. So. Damit da nichts passiert, stellen wir da einfach Asura vor.
Und da können wir dann Mose vorstellen. Weil er kann uns an Mose vorbeigehen, ne? Ja, kann er. Er nicht. Stell dich mal da hin. Autsch, Asura braucht gleich erstmal einen Heal. Einfach eine Lanze ins Gesicht und dann ist gut. Oh. Der lieber auf uns geht. It's over. Ich wollte eigentlich, dass er auf Mose geht, aber nein! Los nicht. Den können wir leider nicht besiegen, aber wir können schon mal vorschwächen. Mein Staubsauger hat sich gerade von selbst bewegt. Moment! So, Staubsauger wurde aufgehalten. Ich habe nämlich so einen, einer, der von alleine zu einer gewissen Zeit Lust saugt. Und er ist ein bisschen eher dran. So, dann beenden wir es hier jetzt. Yet another victory. Ein Torschlüssel. Na, kannst du die Rettung mal wegstellen, dann kannst du da gleich selber hingehen. Gut, dass wir jetzt Langsperre führen können. Oh, sie ist aber genau in der Reichweite, dass sie nicht reinkommen, ne? Schleich mal dahin. Perfekt. Naja, sie hat die Lanze genommen und zugestochen. Genau so hat sie es gemacht. Level für Mose. So, jetzt müssen wir uns erstmal um die hier kümmern. Das war der erste Streich und der zweite folgt zugleich. Nimm das! My apologies. So, dann kann sich Mose um den da kümmern. Kriegt sie sogar hin! Gutes Mädchen. Dafür haben wir sie trainiert. Ich meine, gut, wir sind halt momentan ein bisschen stärker, als wir eigentlich sein sollten, weil wir die Nebenmission und das eine DLC gemacht haben. Das hilft das Ganze hier so ein bisschen aus der Bahn. Aber das sollte sich halt hoffentlich wieder einrenken. So, lass Jacob mal durch. Wir brauchen noch länger, um den zu besiegen. Tada!
Nimm das. So, und unsere drei Mädels können sich hier schon mal weiter aufmachen. Ja, du wieder in die Hand. Oh, das ist eine Drachenader. Sehr gut, die können wir für uns nutzen. So, den stellen wir dir mal kurz zu. Azura kann sich eigentlich mal kurz das Heilmittel von Mosus snacken. Ist sie wenigstens wieder vorläufig. Aber kurz die Eisenlanze ausrüsten und zack. Ja. Nichts passiert. Meisterlanze. Ach, da vorne war ja auch noch eine bei den beiden Treppen. Here we go. It's my turn. Oh. Das ist Fates. Und Jacob muss für den ganzen Weg zurückrennen. Let's go. Farewell. Ach, ein Bad an der Heilzone. Klasse. Nehme ich. Davon profitiert er da jetzt zwar auch, aber den snacken wir gleich eh weg. Und er so, ciao, ich bin dann mal raus. So, ein Heilzug ist doch was Feines. Das ist gar nicht schnell genug dafür. Und nimm so. Hey, sie hat mal Magiepunkt gelernt. Was für ein gutes Level-Up. So, da können wir uns mit einem Langschwert wieder hinstellen. Oder aber wir singen. Dann können wir direkt dran. Mit einem Langschwert kann man nämlich nicht doppeln. Ich muss sagen, ich mag diesen smoothen Übergang zwischen Kampf und halt Tieffeld. Also halt, ne, dieser Zoom, wenn man zwischen den Kämpfen rein und raus zoomt. Mag ich ziemlich gerne. Au. Wartet auf mich! Na komm. Ich habe immer, was da drin ist. Ein Wirmtöter. Können wir sogar benutzen. Jetzt sind wir gegen so ziemlich alles gewachsen. Oder gewappnet, vielmehr. Oh, gut. Da haben wir uns ja praktisch hingestellt. Langspeer ist ausgerüstet. Oh, da bitte. Perfekt, kann losgehen. Ich bin Orochi, Getreue der getöteten Königin Mikotos. Entschuldigung, ich kann nicht lesen. Ich bin Orochi, Getreue der getöteten Königin Hoshidos, Milady Mikoto.
Ich kann euch euer Handeln niemals verzeihen. Ich räche Milady Mikoto. Unterwerft euch meiner Magie. Autsch. Ja, ich muss meine Künste verfeinern, wenn ihr mich besiegen könnt. Entschuldigt, Yukimura, ich muss mich zurückziehen. Jetzt sei so shit da. Das soll doch kein Problem sein. Machen wir das gleich einfach nochmal. Ich bin Saizo, My Lord Ryomas Getreuer. Ich bin sicher, ihr seid für das Verschwinden My Lords verantwortlich. Ich kann und werde euch euren Verrat nicht verzeihen. Glaubt nicht ernsthaft, dass ihr eine Chance gegen mich habt, oder? Need a hand? Still not good enough. Ja, ich darf hier nicht sterben. Um mein Lord Ryomas Willen muss ich mich zurückziehen, um bald wieder in den Kampf ziehen zu können. Oh, schön, we can do this. Ich würde sagen, wir überlassen Mozo und Yukimura, damit sie ein bisschen mehr EP kriegt. Asura und unser Avatar haben nämlich schon ziemlich gut gelevelt. Na gut, Jacob ist auch schon Level 12. Der hat auch sehr gut mitgelevelt. Ja, da wird sie ein bisschen Unterstützung für brauchen. Ja, du hast ausgerüstet. Perfekt. Ja, das sieht doch schon ganz anders aus. Lady Mikoto, ich hoffe, ihr seht zu, wo auch immer ihr sein mögt. Ich werde diejenigen bestrafen, die Hoshido schaden wollten. Da können wir uns doch mal einen Heal abholen. Und nochmal was singen. So. Here I am. We're not done yet. Lady Mikoto. Ist das wirklich möglich? So sei es, ich gebe mich geschlagen. Yep. Naja. Ich verstehe nicht. Sie sind besiegt. Warum tötet ihr uns nicht? Ja, weil diese sinnlose Gewalt uns nicht weiterbringt. Ich weiß, wie wir sie beenden können, aber ich brauche eure Hilfe. Euch zu helfen bedeutet, sich gegen Hoshido zu stellen. Und ihr sagt, ich muss dies tun, um Hoshido zu helfen? Ich glaube euch nicht. Wie kann ich jemandem trauen, der sich gegen alles gewandt hat, was ich liebe? Genau. Wir trauen euch nur. Wir trauen euch nur, bringt ihr die Leben zurück, die ihr genommen habt. Lady Mikoto, bringt mir Lady Mikoto zurück und vielleicht hören wir euch dann an. No other way. Es gibt keine andere Möglichkeit. Ich muss mich opfern, um unser Land von diesen norischen Teufeln zu befreien. Ich zeige euch, was wahre Hingabe und Loyalität bedeutet. Ah! Watch out! Zurück! Er wird sein Leben opfern und versuchen, uns dadurch zu schaden. No. Sei so, hör auf! Ich glaube an Hoshido. Ich halte euch auf, selbst wenn ich mich dafür opfere. Ah! Saizo. Nein, Bruder, du liegst falsch. Hör auf, bitte. Saizo, tu meiner Schwester nichts. Kase, Sakura. Why are you interfering? Wieso mischt ihr euch ein? Diese Leute verdienen ihr Schicksal. Sie haben sich gegen Hoshido gewandt. No. Bruder, sei nicht so voreilig. Du kannst mir Lady Sefi vertrauen. Als ich in Ur gefangen war, hat Sefi mir geholfen zu fliehen. Sie, eine Feindin, rettete mich, ohne über die Konsequenzen für sie nachzudenken. I just...
Vivi ist eine gutherzige Person. Sieh doch, sogar während des Kampfes hat sie nicht einen Gegner getötet. Warum sollte sie das tun, wenn sie tatsächlich Hoshido verraten hätte? Es muss einen Grund geben. Bitte, hört ihr doch einfach zu. Saizo. Danke, Bruder. Das heißt nicht, dass ich ihr traue, aber ich höre mir an, was sie zu sagen hat. Ja, der wahre Feind ist nicht in Noor und auch nicht in Hoshido. Er ist woanders. Die Explosion in Hoshido, der Tod meiner Mutter. All diese Ereignisse wurden nicht von König Garon in Gang gesetzt. Eine andere starke und begierige Macht manipuliert uns alle. Das ist alles? Ein unsichtbarer Feind ist der Grund für diesen Krieg? Das klingt mir nur nach einer lebhaften Fantasie und sonst nichts. Erleuchte uns bitte. Wer ist dieser mysteriöse Feind? Es tut mir leid. Ich kann nicht viel sagen. Nur dies. Es wird der Tag kommen, an dem sich der Himmel über Noor und Hoshido verfärbt. Braucht ihr Beweise für meine Worte? So trefft mich an der bodenlosen Schlucht. Hältst du uns für Narren? No. Das tue ich ganz und gar nicht. Ich... Entschuldigt. Mehr kann ich nicht sagen. Nun denn. Das war wohl reine Zeitverschwendung. Ich habe genug gehört. Schert euch weg. Wait. Warte, Schwester, bitte. Sakura. Sakura? Bitte, nehmt mich mit euch. Ich kann nicht besonders gut kämpfen. Aber ich kann euch gewiss anders helfen. Lady Sakura! Lady Sakura, warum wollt ihr... I'm sorry. Entschuldigt, Yukimura, aber ich glaube, dass Sefi die Wahrheit spricht. Wir verbrachten nicht viel Zeit miteinander, aber ich weiß... Ich kann es in ihren Augen sehen. Sie versucht nicht, uns zu täuschen. Lady Sakura! My word. Das habe ich nicht erwartet. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich war an eurer Seite, seit eurer Geburt. Ich spüre, euer Entschluss steht fest. Ich halte euch nicht auf. Nur versprecht mir, dass ihr vorsichtig sein werdet. Thank you so very much. Dank, Yukimura. Please forgive me. Bruder, ich bitte dich um dein Verständnis. Ich möchte mir Lady Sefi auf ihrer Mission begleiten. Wenn das dein Wunsch ist, dann tu, was du tun musst. Indeed. Ja, ich möchte das. Thank you. Danke, Sakura, Kase. Danke, dass ihr an mich glaubt. Lasst uns aufbrechen. Dieser See? Stimmt etwas nicht? Well, an diesem See traf ich Asura zum ersten Mal. So viel ist seitdem in dieser kurzen Zeit geschehen. Big Sister? Sefi. Verzeih, Sakura. Sorry. Es gibt viel, was ich dir erzählen will, aber ich kann nicht. Nicht hier. No. Das ist schon in Ordnung, Sefi. Ich glaube an dich. Ich sehe, dass du eine schwere Last auf deinen Schultern trägst. Wenn ich dir nur irgendwie helfen kann, dann... Was ist denn hier los? Es tut mir so leid. Ich habe keine Ahnung, warum wir solche Frame Drops haben. Danke sehr. Hörst du das? Kommt da etwas näher? Warte, was zur... Ist das ein Pegasus? Er kommt direkt auf uns zu. What? Was? Ha! Endlich haben wir euch eingeholt, Milady. Oh. Subaki? At last! Oh, Milady. Ihr habt nicht bemerkt, dass ihr uns zurückliest? Wie konntet ihr nur? Hana, warum seid ihr beide? Uns erreichte Kunde von Yukimura, dass ihr mit Milady Sefi aufbracht. Yukimura wusste wohl, ich würde euch beide brauchen. Ach, wenn Yukimura nichts gesagt hätte. Ohne Unterlass hatten wir nach euch gesucht und letztendlich eingeholt. Yep. Es ist unsere Pflicht, euch zu beschützen, Milady. Nichts wird uns davon abhalten. Egal, wohin ihr geht, wir folgen euch. Wir werden euch immer unterstützen. Thank you so very much. Hab Dank. Sakura, wer sind diese Leute? Well, oh, entschuldige, Sefi. Das sind meine Getreuen, Subaki und Hana. Sie sind beide sehr stark und nett. Sie beschützen mich schon seit Jahren. Sie werden uns zur Seite stehen. Es ist gut, solch verlässliche Freunde zu haben. Ja, wir werden jede Hilfe brauchen, die wir kriegen. Ich danke euch beiden. Yes. Natürlich.
Wir führen jede Aufgabe fehlerfrei aus. Zwar hat Milady Sakura für mich höchste Priorität, aber ich tue mein Bestes, um zu helfen. Sehr gut, wir sind zurück im Schloss. Cool, dann können wir jetzt an dieser Stelle eine klitzekleine Pause machen und uns dann gleich frisch in die nächste Mission stürzen. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Bis zum nächsten Mal und ciao!